Fraktionsvorsitzende der NPD, Herr Pasteurs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, als die NPD im Jahre 2006 hier in den Landtag einzog, forderten wir auch zur Sicherheit der Urlaubsgäste in MV kriminelle Ausländer raus, Asylbetrüger abschieben, Sicherheit und Ordnung herstellen. Wie berechtigt diese unsere Forderungen waren und bis heute sind, beweist die Entwicklung auf diesem Politikfeld durch eine nur noch als kriminell zu bezeichnende Handlungsweise der Regierung in Berlin, aber auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Die hundertfachen widerlichen Übergriffe in wenigen Stunden von Ausländern auf deutsche Frauen in Köln und anderen Städten waren nicht die Ouvertüre. Auch schon vorher, wie wir heute wissen, hat die Politik in Zusammenarbeit mit der Lügenpresse und der Polizei systematisch die Wahrheit unterdrückt, das Recht gebeugt und die Frauen dem aufgegeilten Ausländermob regelrecht ausgeliefert. Und das geht bis heute fort. Nun sagt uns der Innenminister Cafier, dass wir alles dafür tun sollten, dass die Strandordnung in unserem Land respektiert werde. Dafür werden wir gemeinsam Sorge tragen, so der Innenminister, auch mit Unterstützung der Polizei, um dann gleich wieder einzuschränken, dass es schwierig sei, die Polizei an FKK-Stränden patrouillieren zu lassen. Herr Innenminister Cafier, Sie sind ein bekannter Phrasendrescher, nicht nur, wenn es um die innere Sicherheit hier in Mecklenburg und Vorpommern geht. Nicht lange ist es her, dass Sie den Bürgern erklärten, Polizeistellen müssen abgebaut werden. Und heute stellen Sie sich an die Spitze der Bewegung und vertreten das Gegenteil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, entweder sind die Vertreter des Innenministeriums und des Sozialministeriums naiv blöd, wenn sie glauben, dass man durch Verteilen von Informationsbroschüren auf Arabisch den sexuell ausgehungerten und nicht selten abartig veranlagten Sexualstraftätern hierdurch einen Riegel vorzuschieben können. Herr Abgeordneter Pasteurs, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie innerhalb von wenigen Minuten hier eine Reihe von unparlamentarischen Ausdrücken verwendet haben, dass Sie die Landesregierung aus meiner Sicht in unzulässiger Art und Weise hier angegriffen haben. Ich erwarte, dass Sie sich mäßigen und dass Sie bitte hier sachlich vortragen und nicht mit Unterstellungen und Verallgemeinerungen arbeiten, die ganze Menschengruppen und Völkergruppen diskriminieren. Dass unsere Mädchen und Frauen hier an den Ostseestränden nicht sicher sind, weil Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, besonders die Grünen und die Roten, wieder besseres Wissen billigend in Kauf nehmen, dass Vergewaltigung, sexuelle Nötigung in diesem Sommer an der Tagesordnung sein werden. Nahezu lächerlich ist in diesem Zusammenhang auch die Aussage von Herrn Heilmann, Kurdirektor der Usedomer Kaiserbäder, dass ja nicht zu befürchten sei, dass die Flüchtlinge aus den Ballungszentren nach Usedom kommen. Die sind schon längst hier. Allerdings habe man mit dem Rettungsschwimmern vereinbart, auch einen Blick in die Dünen zu werfen, um dann dort notfalls auch mit Hilfe der Polizei den Badegästen beizustehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht nicht darum, Badegästen eine trügerische Sicherheit zu suggerieren durch Flugblattverteilung, auf denen zu lesen ist, dass es in Deutschland verboten ist, sexuell zu nötigen oder zu vergewaltigen. Meine Damen und Herren, es geht um eine maximale Sicherheit für unsere Badegäste und die ist sicherzustellen durch knallharten Einsatz der Sicherheitskräfte. Herr Abgeordneter Pasteurs, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Bitte nehmen Sie Platz. Das Wort hat jetzt die Abgeordnete Frau Gajek für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete,
Und das soll also nun die mutmaßlich letzte Aktuelle Stunde der NPD in diesem Hause sein. Das war sie mit Sicherheit. Wie immer haben sie sich auch diesmal nicht sonderlich Mühe gegeben. Hauptsache provozieren, hetzen. Ich stelle mir gerade vor, wie die NPD in ihrer Fraktion zusammensatzt und in Ermangelung eines landespolitisch wirklich wichtigen Themas sinniert, was denn immer das Thema so geht. Ausländer und am besten noch Kriminelle dazu. Und was haben wir bislang überhaupt nicht in den letzten beiden Legislaturen behandelt? Tourismus. So, noch einmal. Also, was haben Sie in den letzten 2 Jahren nicht gemacht? Tourismus. Großartig. Und was liegt uns besonders am Herzen? Nicht uns, sondern den Nazis. Frauen. Also, irgendwas mit kriminellen Ausländern, am besten noch Gewalt als Zündstoff, Frauen und wie schön unser Land ist, höre ich Pasteurs schwadronieren. Und dann das Stöhnen von Stefan Köster, der bei dem Thema Gewalt gegen Frauen in gewisser Weise ja eine Fachkraft ist, da er zusammen mit 2 weiteren Männern bei einer Demonstration eine auf dem Boden liegende Frau schlug, eintrat und dafür auch entsprechend verurteilt wurde. Und nun natürlich muss die deutsche Frau als Opfer von angeblicher Gewalt von Migranten herhalten. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, passt ins Frauenbild der NPD. Aber ich möchte, meine Damen und Herren, ich möchte gerne ein Beispiel nennen, und zwar hat in einer Rede von Tino Müller am 14. Mai 2009 sagte er, und hier zitiere ich, dass jedes Geschlecht seine Aufgabe im Dasein des Volkes und dieser Rolle gilt es, gerecht zu werden. Und dass wir, liebe Abgeordneten, endlich, ich zitiere wieder, die deutsche Frau als Mutter und Hüterin der Familie zu fördern hätten. Dass gerade wir Frauen in unserer aufgeklärten und gleichberechtigten Gesellschaft das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben, kommt den Herren der Fensterfront überhaupt nicht in den Sinn. Aus dieser verqueren Ansicht resultiert auch dieses Mal dieses unsinnige Thema der Aktuellen Stunde. Hat sich die NPD schon einmal mit der Frage von Gewalttätigkeiten deutscher Männer gegen deutsche Frauen beschäftigt? Geschweige denn, kann sie hierzu Zahlen vorlegen oder hat sie dieses Thema in den letzten Jahren in einen Antrag umgemünzt? Nein, Fehlanzeige und totgeschwiegen. Dabei ist die häusliche und sexualisierte Gewalt immer noch sehr hoch und wird häufig aus Scham und Angst vor Ausgrenzung und sozialem Abstieg nicht angezeigt. Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern, wird oft pauschal Frauenfeindlichkeit unterstellt, die als Grund für die Ablehnung von Einwanderung ausgeführt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, Diskriminierung von Frauen und sexualisierte Gewalt fand in MV aber vor allem schon lange vor der aktuellen Flüchtlingssituation statt, nämlich in Familien und Partnerschaften. Die Dunkelfeldstudie der Polizei Mecklenburg-Vorpommern ergab in diesem Bereich, dass 98,4% der Gewalttaten in Ehe und Partnerschaft und 98,8% der sexuellen Gewalt nicht angezeigt werden. Genau diese Gewalt wird aber von der NPD dagegen überhaupt nicht thematisiert. Der dritte Landesaktionsplan zur Bekämpfung von sexualisierter und häuslicher Gewalt macht deutlich, dass die Betroffenen eben keine homogene Gruppe ist, sondern Einheimische und Geflüchtete gleichermaßen betrifft, ebenso wie Menschen ohne und mit körperlicher Einschränkung. Das werden wir am Freitag noch vertiefen. Gerade der absurde Titel der Aktuellen Stunde zeigt aber, dass die NPD bei dem Thema hoffnungslos überfordert zu sein scheint. Ist, können wir auch noch drüber diskutieren. Denn es sind derzeit vor allem die Gewalttaten und Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Asylsuchende und die engagierten Helferinnen und Helfer, die aktuell die Wahrnehmung und die Medienberichte prägen. Über 1000 Fälle allein im letzten Jahr und die Zahlen werden wahrscheinlich noch in diesem Jahr übertroffen werden.
Aber mir sind auch noch Vorfälle im Gedächtnis, in denen tatsächlich Urlauberinnen und Urlauber angegriffen wurden. Im Juli letzten Jahres in Rostock-Warnemünde, dort wurde eine Gruppe von Touristinnen und Touristen aufgrund der Hautfarbe der Urlauber körperlich angegriffen und beleidigt. Eine Urlauberfamilie, die im Juli 2014 beim Zelten in Krugsdorf in Vorpommern-Greifswald rassistisch beleidigt und mit Steinen angegriffen wurde. Oder eine Schulklasse, die in Grimm aus fremdenfeindlichen Gründen angegriffen wurde. Das war im Jahre 2009. Im Jahre 2008 wurden auf einem Campingplatz in Ückeritz mehrere Camper, darunter Jugendliche, von einer ganzen Gruppe von Rechten überfallen und zusammengeschlagen. Und eine Schulklasse aus Potsdam im Burg Stargard im Jahre 2006 ist Ähnliches passiert. Die Liste lässt sich beliebig fortführen und reicht bis in die 90er Jahre, als 1992 Rechtsextreme in Kühlungsborn ein Ferienlager überfielen und Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen aus Lehrer aus Berlin mit Gewalt bedrohten und zur Abreise zwangen. Gerade diese Beispiele haben bei Touristinnen und Touristen zu Vorbehalten gegenüber unserem Bundesland geführt. Und dass Mecklenburg-Vorpommern touristisch dasteht, wo es steht, ist sicherlich nicht wegen der NPD, sondern trotz der NPD und gewalttätiger Rechtsextreme. Die von rechtsextremer Gewalt betroffenen Urlauber haben meist geäußert, die entsprechenden Regionen oder Mecklenburg-Vorpommern insgesamt nicht mehr besuchen zu wollen. Das ist die Konsequenz dessen, was wir seit Jahren erleben müssen. Und ja, es gibt einen Schutz vor Gewalt. Der beste Schutz aller Menschen in unserem Land ist die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen und die Selbstbestimmung. Meine Herren der NPD, und damit haben Sie immer noch das größte Problem. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus